Schönen guten Tag. Wir fangen wie immer relativ straight an. Ein kurzes Vorwort. Da ich nächste Woche nicht da bin, wird es mit dem Video ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich ein anderes Video vorbereitet. Also es wird kein Release-Radar geben. Nur schon mal als Info. Dann viel Spaß mit Fever 333 Higher Power. Ich bin mega gespannt. Letzter Song hat mich halt nicht so gecatcht. Netter Beat. Oh! Okay, ja. I see. Mir gefällt es nicht, dass es jetzt eine One-Man-Show wird. Ah, der Song ist ein Banger. Also jetzt schon. Okay. Alter! Alter! Okay, okay, I'm hyped. Jeder weiß, dass er der Frontmann ist und dass er der zentrale Punkt von all seinen Bands vorher schon war. Selbst auf Features ist er der zentrale Punkt. Er muss sich nicht noch extra in den Vordergrund spielen. Ich hätte nicht gedacht, dass man so hart merkt, dass Arik Impostor, ich vergesse mal, wie sein Nachname ist, nicht mehr drinne spielt. Die Drums sind halt wirklich sehr stripped down, vergleichsweise. Oder sie haben es für die Aufnahme ein bisschen toned back gemacht. Okay. Ein Churchdown habe ich auch noch nicht gehört. Okay, okay, ich bin total fein damit. Also dafür, dass ich den letzten Song echt nicht so gut fand, hat mich bekommen. Ich weiß noch nicht ganz. Also, ich meine, ich finde Fatoni schon cool. Aber... auf Deutschland hier. Ich muss schnell nach Amsterdam hier. Treffe eine nette Antje. Rauche eine fette Blantje. Lecker, lecker, ungesund hier. Lecker Maischen, lecker Kuntje. Lecker Biertje, lecker Wetter. Baby, ich bin eine lecker Rapper. Fuck der Nazi, mache Party. Slago mit der Appeltatje. In den Krachten übernachten. Lief hier, lass dich überraschen. Guck, ich bin so aufgenudelt. Outfit aus der Zauberkugel. Ausgezeichnet, ausgeschlafen. Heute wird was aufgegabelt. Ein paar Amstel, ich bin auf der Straße, also was der Handel. Von der Pipe bis der Wallen, probier mal meine Bitterballen. Krieg ich keine Krautkast, schrei ich rum wie Autospaß. Roken ist hier dodelig und draußen tobt der Drogenkrieg. Was? Alles sieht hier so wie Käse aus. Lecker, kipp mal Monatslohn bei Febo aus. Lecker, bau mir aus Kippeling ein Ferienhaus. Lecker, so lecker hier, ich fahr nie mehr nach. Ich bin Holländer seit der Geburt, den Pass hab ich seit diesem Jahr. Sieh mich 98, 10 Weilen im Mainz-Co von Van der Saar. Jedes Jahr, Ort Vakanzi, bei Oma Hilde, bei Tante Anni. Kleine Schlücke, Kreuz aufs Grab, grüßt durch die Wolken, ob Distanzi. Spreche besser Holländisch als Bushido Arabisch. Ja, immerhin ein Bändchen, anstelle von gar nichts. Heißt Chanel und nicht Chanel, Frikandel, nicht Frikandel. Wenn du es aussprichst, du Mord, wird das schöne Wort
verschandelt, ey, Rockwurst in Stamm. Ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist insgesamt so. Aus Holland in England, doch komm aus Deutschland auf Bali, Shaker. Alles sieht hier so wie Käse aus. Lecker. Das überfordert gerade mein Gehirn. Wie kommt man denn darauf, einen Deutschrap-Song mit holländischem Akzent zu machen? Also keine Ahnung, was ich hier erwarten soll. Aber der eine Song, den ich von der Band letztens gehört habe, war ziemlich geil. Ja? Ich find's so witzig, dass er halt im Stehen Drums spielt. What? Was ist denn das für eine Pause immer? Vor allem ist es auch noch ein Tempowechsel. Alter. Die nehmen irgendwelche harten Drogen. Es macht mich kaputt, dass er die Hi-Hat nicht spielt. Was, das war's? Oh mein Gott, Alter. Okay, wir sind wieder an dem Punkt angekommen, wo ich nichts mehr in meinem Release-Radar habe. Zumindest nichts, was ich nicht schon kenne. Aber mir wurde dieser Schmankerl geschickt. I mean, ich weiß grob, worauf ich mich bei Distant einzustellen habe. Ich find's gut, dass ich fast gar nichts von den Gitarren raushöre. Weil es die ganze Zeit noch. Und diese komische. Ich weiß gar nicht, ob das eine Gitarre im Hintergrund ist oder ein Synth. Aber da er gerade hier unten gespielt hat, gehe ich davon aus, dass es die Gitarre ist.
Okay. Warum hat der Pastor gerade gemoscht? Okay. Jetzt wird's Fluch der Karibik. Okay. Alter, das Video ist ziemlich krass. Okay. Kommt jetzt noch ein Breakdown? Ich habe irgendwie den Teil verpasst, an dem im Deathcore es wirklich nur noch nach vorne geht. Es geht irgendwie immer... Zuerst wird man nochmal so ein bisschen schneller und dann passiert sowas. Ich bin gespannt, ob sie nochmal ein Stück langsamer werden. Deswegen kann ich mir sowas halt auch echt nicht mehr angucken. Anhören. Ich meine, die Visuals sind richtig nice, aber... Okay. Okay. Ja, das war ein Song. Ein relativ schneller Song, ja. So, wir machen das Spiel jetzt. Ab jetzt geht das Spiel los. Ich suche einen Song, auf dem ich gut enden kann. Auf dem ich auf einer High Note enden kann. Keine Ahnung, was das ist. Post-Profit to Toxic. Ich weiß gerade nicht. Wurde mir vorgeschlagen. Okay. Okay. Ja. Oh, doch, doch, ich glaube. Sind das Briten? Der klingt britisch. Oh,
Ich glaube, damit kann ich gut leben. Ich glaube, ich hatte von denen schon mal was drin, aber ich kann mich nicht an den Song erinnern. Oh, Alter. Ich stehe auf so groovy Rock-Geschichten. Katze, hör bitte auf, mit dem Tisch zu schmusen. Das ist alles nicht krass zu spielen oder so. Aber es ist absolut songdienlich. Okay, wir können also auch streamen. Wenn notwendig, können wir streamen. Jo, gut, also bin ich komplett fein mit damit aufzuhören. Das war ein Mega-Banger. Miau, miau, miau. Ciao, Kakao.